Was hast du da? Was, Brunnen oder? Ja, oder? Brunnen oder ein Post? Aktuell auf dem Sack. Streckenbesichtigung heute mal ohne euch. Ich habe Arschwasser bis zu den Kniekehlen. Runde ist immer abgelaufen, also nichts Spektakuläres, aber bis jetzt schön gesteckt. Wir hören jetzt noch ein bisschen Musik und machen das da. Dann bestellen wir uns noch einen Italiener Frisbee und dann ist Sonntag. 30 Grad und Kabeln. 6,40 €. Nehmen Sie mal deine Pizza. Das ist übrigens der Stefan. Eine seltene Eidechsenart gesehen. Ich denke, der hat einfach bis auf den Wald gesägt und dreckens. Darf man das so sagen oder muss ich das piepen? Also, falls einer von euch diesen Kanal abonniert hat und die Videos schaut und ihr seid Grünwähler, verpisst euch. Guckt der Dennis eigentlich meine Videos? Weißt, nee, hä? Dennis, also falls du das siehst, in Bogatinia warst du erfolgreich. Dritter Platz haben wir gesehen. Wir warten heute noch auf dich in Triptis. Dich erwartet hier Tripper. Bitte komm hin. Wackel mal Bobo. Guck dich mal das feine Mohai an. Wenn der morgen wieder so schnell ist, dann steht er wieder auf dem Podium, die Sau. Fand ich fantastisch. Und morgen, wo siehst du dich? Ich gesehen, was die jetzt für eine Farbe haben. Ich war nee. In den ersten 5. Nee, komm, 1, 2 oder 3. Klar! Da ist Gas! Nee, Meta Bono gibt's ja nicht mehr. Hallo Internet. Hast du gut geschlafen? Nein. Warum? Ein Unglück mit dem Wasser. Morgen Sonnenschein, weck mich auf und komm herein. Kennst du irgendwas in den Wasserkleber sagen? Nein, lieber nicht. Das ist der Erik? Ja. Falls ihr euch da bewerben wollt, meldet euch bei ihm. Gerne melden, Instagram, Facebook, WhatsApp. Wer ficken will. Ja, damit. So, wir gehen jetzt mal zu unseren rumänischen Freunden. Guten Morgen. Zecken sind ja viele. So, Banker! Sag ich so nach Süden, da hängen die Hunde alle in der Wald ab, Junge. Wir haben es eine anderthalb Stunde vor Start und ihr zieht euch hier rum. Der Latte sind jetzt schon 30 Grad. Ja, ne, Gewicht machen Spitzen. Gib nicht raus, ne? Ich bin wieder so eine Zecke. Du frisst die Dinger wohl, oder was? Warst du am Bahnhof, oder was? Ja, war am Bahnhof. Hab ich mal 3,5 € geholt. Wir waren jetzt im Angebot 9 Euro. Wo das Gute und das Schlachte zeigt. Das sagt's immer noch, hä? Hast du noch ein Klopapier auf den hängen, oder was? Hat man sich da verletzt, deswegen. Ach, ne Pixel, Hallöchen. Schönen guten Tag, Mäpscher. Alles gut? Hopp. Klick auf. Moin. Da ist jetzt beruhigt. Ach, nein. Ah, moin. Dig auf. Wo stehst denn du? Hier. Jetzt wieder vorne. Also jetzt wieder vorne, der Karre wird erstmal nach hinten geschoben. So, wir haben jetzt erstmal die Parkordnung wieder hergestellt. Also, wer zu spät kommt und dann noch andere Körner hinterschiebt, damit er weiter vorne steht, ihr habt ungefähr sicher Pullermänner. Dann zieh ich mich mal um, dann geht's los. Es ist nämlich schon 8:30. Bis dann, auf der GoPro. Erik freut sich auch ganz sehr. Ja, mega.
Ich habe halt komplett vergessen, vor Ort ein Outro zu drehen. Mag auch dem geschuldet sein. Nach 2 Stunden, 10 Minuten, Viertelstunde, sowas, habe ich gemerkt, da ist was im Bauch. Bin dann in der Hälfte von der Runde, ich weiß gar nicht, welches war, ich habe noch nicht bei Timing reingeguckt, schön in den Wald gekotzt. Bin dann weitergefahren und hatte sich im Magenkrämpfe, dass ich nicht mehr stehen konnte. Ich nur noch komplett gekrümmt. Und bin dann rausgefahren und habe mein Rennen auf dem Dixie beendet, wo ich auch nicht so schnell wieder runterkam. Hab dann kurzzeitig zu Hause mich gefühlt wie Scheiße. Die Heimfahrt war der absolute Horror. Ja, also ich hatte wahrscheinlich aufgrund der Wärme komplett Kreislauf. Hab mich jetzt ein bisschen erfrischt. Hab mal 1-2 Stunden geschlafen, jetzt geht's wieder relativ, aber ich habe versagt. Strecke war echt geil. Triptisk, das könnte man auch so machen. No, das war echt schick. Und für das Wetter, naja, mein Gott, ihr könnt ja nichts dafür. Ne? Und ihr habt wirklich gewässert wie die Weltmeister. Also wir haben dann frühestens nur noch Traktoren mit Wasser hinterherfahren sehen. Das war, also Triptisk, das war echt lecker. Na, dann bis nächstes Jahr. Und ich hoffe einfach, das nächste Rennen wird besser. Bis dahin, auf Pixel Enduro. Ich ruhe mich jetzt aus und mache erstmal nichts mehr mit dem Motorrädern. Mindestens 2 Tage. Ciao.